Hallo, liebe Stuttgart 21 Befürworter und liebe Stuttgart 21 Gegner. Wie schon mein Vorredner gesagt hat, haben wir ja beim Engelbergtunnel wieder Probleme, und zwar weil er durch den Gipskolber verläuft. Nochmal zur Erinnerung, wenn der Gipskolber Risse bekommt und dann Wasser in ihn hineinbringt, quillt er ungefähr 100 Jahre lang und das mit extrem hohen Drücken. Dadurch sind immer wieder Ausbesserungen und Sperrungen nötig. Wenn Sie also in den nächsten Monaten auf der A8 und A81 im Stau stehen, haben Sie Zeit, einmal über die vollmundigen Versprechungen der Tunnelbauingenieure nachzudenken. Dann kommt dem einen oder anderen sicher der Satz in den Sinn, dass der Tunnel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unproblematisch bleiben wird. So. Wo wir gerade bei an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind, wie sieht es eigentlich mit den Tunnels für Stuttgart 21 aus? Von denen verlaufen ca. 15 Kilometer im Gipskolber. Was passiert, wenn die saniert und gesperrt werden müssen? Die sind doch einspurig und sowieso schon ziemlich eng bemessen. Da geht doch gar nichts mehr. Stellen Sie sich mal vor, eine Röhre vom Feuerbacher Tunnel müsste gesperrt werden. Dann kann die übrig gebliebene Röhre in Spitzenzeit vielleicht nur 20% der Kapazität abdecken. Der Rest muss dann wohl mit S-Bahn und Bus zum Stuttgarter Hauptbahnhof kommen. So wird die Reise von Paris nach Bratislava zum unvergesslichen Erlebnis. Die Stadt mit dem am schlechtesten zu erreichenden Hauptbahnhof. Und dafür sollen wir 6 Milliarden oder mehr ausgeben. Aber wie wahrscheinlich ist denn eigentlich dieses Szenario, dass die Tunnels von Stuttgart 21 gesperrt werden müssen? Wie gesagt, wirklich alle Tunnels in Stuttgart 21 werden in quellfähigen Gipskolber gebaut. Bei der Schlichtung habe ich herausgestellt, dass von den 14 Tunnels, die bisher in quellfähigen Gipskolber gebaut wurden, 12, also von 14 Tunnels 12, problematisch sind. Ein paar sorgen für Geländehebungen und die meisten müssen alle paar Jahre saniert werden. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Tunnels von Stuttgart 21 des Öfteren wegen teuren Sanierungen gesperrt werden müssen. Für Stuttgart 21 werden trotz dieses enorm hohen Betriebsrisikos alle Tunnels so und nicht anders gebaut, obwohl man weiß, dass in fast allen bisher gebauten Tunnels die geplanten Maßnahmen meist nicht ausgereicht haben, um die Quellvorgänge in den Griff zu bekommen. Und jetzt das Unglaubliche. Die Tunnel für Stuttgart 21 wurden im Nachhinein auch noch mit dünneren Wänden umgeplant, damit rechnerisch die Kosten für das Projekt nicht überschritten werden. Läuft der Bau dann erstmal an, dann wird munter nachgefordert, wenn es ach wie überraschend doch Probleme gibt. Wenn ich so rechnen würde, wäre der Insolvenzrichter mein bester Freund. Aber hier sind ja nur Steuergelder, unsere Steuergelder. Bei der Schlichtung wurde dieses doch eigentlich grundlegende Problem mit Täuschungsmanövern verschleiert.
Da ist in der Fachwelt ein nicht unumstrittener Professor als Experte für die Projektbefürworter aufgetreten. Der hat für die Tunnel im quellfähigen Gipskörper ein Sicherheitskonzept mit Gürtel- und Hosenträger vorgestellt. Wir hatten das Beispiel Filtertunnel. Er ging davon aus, dass Wasser nur am Anfang und am Ende des Quellgesteinszone aufgehalten werden muss. Dafür stellte er ein bodensicheres System vor, das zur Sicherheit noch einmal doppelt ausgeführt wird. Er hat also zwei Stellen enorm abgesichert. Dabei hat er aber verschwiegen, dass beim Filtertunnel etwa 80 weitere mögliche Wasserzutritte vorhanden sind, für die er kein Sicherheitskonzept hat. Die meist vom Land finanzierte geologische Fachwelt ist sich aber dennoch einig, dass mit der geplanten Tunnelbauweise alle Risiken ausgeschaltet seien. Sie sagen, ja, so müsste es gehen. Erfahrung mit dem geplanten Tunneltyp, der da gebaut wird, haben sie aber nicht. Das Testlabor für Stuttgart 21. Und das, obwohl es aus heutiger Sicht sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Tunnels des Öfteren saniert und gesperrt werden müssen, als dass sie 100 Jahre ohne Probleme befahren können. Wir haben also einen gigantischen fachlichen Grund, Stuttgart 21 besser nicht zu bauen. Und das geologisch bedingte Betriebsrisiko ist einfach zu hoch. Versucht man das nun einigen Befürwortern zu erklären, kommt häufig die Antwort, na und, wer interessiert? Wir haben eine Schlichtung gewonnen und da wurde gesagt, wir können bauen. Also, was wollt ihr eigentlich noch? Das Ganze wird also nur als eine Art Spiel verstanden, in dem es Gewinner und Verlierer gibt. Mit Stuttgart 21 aber tatsächlich gebaut, sind wir alle Verlierer. Wir werden gigantisch viel Geld und Zeit in ein Projekt investieren, das so nicht funktionieren kann. Geld und Zeit, die uns für unsere Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit fehlen werden. Das kann doch eigentlich niemand wollen. Es sei denn, er verdient jetzt an diesem Projekt und die Zukunft des Landes ist ihm egal. Also, liebe Stuttgart 21 Profiteure, hört bitte endlich auf zu heucheln, dass Baden-Württemberg Stuttgart 21 braucht. Ihr braucht es. Ihr wollt daran verdienen. Sagt doch endlich die Wahrheit. Mal sehen, ob dann noch die Mehrheit diesen Bahnhof so will. Ist Stuttgart 21 vielleicht ein Beispiel, bei dem ein Trend der heutigen Zeit besonders deutlich wird? Nämlich, dass sich einige wenige versuchen, sich am Hab und Gut der Gemeinschaft zu bereichern. Das nennt man moderne Feudalherrschaft. Das wollen wir nicht.